Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder die Rubrik Bücher zum Verschenken, Bücher zum Personalisieren, Bücher zum Selbstausfüllen. Ich habe nämlich hier dieses wunderbare Schätzchen zugeschickt bekommen und ich bin ja ein absoluter Fan von personalisierten Geschenken, die man halt einfach zwar in jedem Buchhandel kaufen könnte, aber durch eigene Arbeit, durch eigene Kreativität einfach verschönern und ja, verzieren kann. Mein Leben, ein Funken Ewigkeit, ist auch wieder von Stay Inspired, von der lieben Lisa und ist wunderschön erstellt. Also es ist so, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, so ein raues Stoffpapier. Also es ist kein Papierpapier, es fühlt sich an, als wäre das so ein dünner Stoff und es sind ganz, ganz wunderschöne goldene Applikationen drauf. Auch hinten sind diese Blätter, ich nenne es mal Blätter, mit drauf. Ich finde es super schön, ich mag die Farbe ja sowieso super gern, aber der Inhalt gefällt mir eigentlich noch viel, viel mehr. Ja, mein Leben, ein Funken Ewigkeit, verrät auch schon so ein bisschen, um was es sich bei diesem Ausfüllbuch handelt. Es ist ja jetzt nicht ganz ein Testament oder sowas, aber es ist einfach ein Buch, in dem man sein Leben verewigen kann. Ich wäre so, so froh gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte, um es mit meiner Oma zusammen auszufüllen und immer so in schlechten Zeiten quasi das Buch nochmal zur Hand nehmen zu können und zu sagen, ja, das habe ich mit meiner Oma zusammen ausgefüllt und ja, einfach manche Sachen darüber zu lachen oder nochmal in Erinnerungen zu schwelgen. Am Anfang vom Buch haben wir so eine große Auflistung, wo die verschiedenen Schritte des Lebens so ein bisschen gegliedert sind. Also am Anfang so eine Widmung natürlich, für wen das Buch dann geeignet ist. Dann geht es los mit Geburt, dann wird die Familie ein bisschen erklärt. Und dann gibt es die Abschnitte Kindheit, Schulzeit, Jugend, frühes Erwachsenenalter, Erwachsenenalter, reifes Erwachsenenalter und heute bis hin zu letzter Wille. Das finde ich ein bisschen makaber. Aber ja, wenn man es zum Beispiel mit einem Großelternteil oder sowas macht, dann finde ich das doch ganz passend. Und zu jedem Altersabschnitt gibt es auch wieder verschiedene Punkte. Die sind dann aber auch bei jedem gleich. Da gibt es dann, ich muss gerade gucken, wo es losgeht. So, fangen wir hier beim Kindergarten an. Dann gibt es immer den Punkt Interessen. Da kannst du dann halt hinschreiben, für was du dich im Kindergartenalter interessiert hast. Dann gibt es einen Punkt Leben, wo du so ein bisschen von deinem Leben zu diesem Zeitraum erzählen kannst. Erlebnisse, vielleicht irgendwelche Ereignisse, die dir im Hinterkopf geblieben sind, die dir gefallen haben oder die vielleicht nicht ganz so schön waren. Dann gibt es den Punkt Menschen. Da kannst du dann natürlich auch finden, wer war im Kindergarten deine beste Freundin? Wer war deine Kindergärtnerin oder mittlerweile heißt sie Erzieherin? Ich darf das ja von meiner Freundin aus nicht mehr sagen. Kindergärtnerin, auch wenn ich das nicht abwertend meine. Dann Orte, wo warst du als Kind in Urlaub oder wo seid ihr als Kinder immer hingefahren oder wo hast du gelebt zum Beispiel. Kann ja auch sein, dass man nicht mehr dort lebt, wo man als Kind gelebt hat. Hürden, was waren so besondere Herausforderungen in deinem Leben. Und dann gibt es noch den Punkt Glück, wo man einfach so ein paar seiner Glücksmomente aufschreiben kann. Es kann auch sowas jetzt im Jugendalter sein, wie der erste Kurs oder ein besonderer Ort oder ein besonderer Mensch oder eine besondere Erinnerung, die man mit einem besonderen Menschen geteilt hat. Also ich mag sowas echt super, super gerne. Ich habe ja auch das Freundebuch von Lisa bekommen, wo ich schon die ein oder andere Freundin habe eintragen lassen. Das hier ist dann eher, finde ich jetzt persönlich, für die Familie so als Erinnerung. Also ich wäre echt super froh, wenn ich das mit meiner Oma oder mit meinem Opa hätte zusammen ausfüllen können. Weil die, ja, die haben bestimmt super, super viel zu erzählen. Also ich weiß noch, meine Oma, die hat immer von ihrer Kindheit erzählt. Sie war halt die jüngste von 6 Geschwistern. Ich glaube, 6 waren sie. Und hat dann auch immer erzählt zu Kriegszeiten, wo sie doch rumgereist sind und was sie so erlebt haben. Sie hat mir auch von
von Geschichten zwischen ihren Geschwistern erzählt. Und das sind alles so Momente, die weiß ich persönlich jetzt gar nicht mehr so sehr, weil ich damals 14, 15 war, als sie mir die erzählt hat. Und ja, ich wäre echt froh, ich hätte das alles so mit ihr ausfüllen können oder sie hätte mir Geschichten erzählen können, ich hätte sie für sie eingetragen. Hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Buch mit meiner Mama zusammen ausfüllen werde, dass sie mir so ein bisschen erzählt und dass ich dann halt später, wenn mal wirklich irgendwie was sein sollte, immer eine Erinnerung an meine Mama haben werde. Ich habe tatsächlich auch zuerst überlegt, ob ich es meiner Mama zum Muttertag schenken soll. Aber ich finde, das ist so ein Tag der Freude. Und ich weiß nicht, wie sie es aufgefasst hätte, wenn ich zu ihr gesagt hätte: Du Mama, ich würde gern deine Memoiren hier reinschreiben. Wäre vielleicht ein bisschen doof gekommen. Aber ich werde sie natürlich fragen, ob sie das mit mir machen würde, machen will, weil ich das einfach als super, super schön empfinde und ja. Damit ja nicht sagen möchte, Mama, bevor du morgen hops gehst, schreib mal bitte was da rein. Viel mehr gibt es jetzt von mir auch nicht mehr zu sagen. Ich habe mich heute ordentlich verbrezelt, werde das jetzt gleich erstmal schön kühlen. Ich packe euch das Video in eine neue Playlist, die ich erstellen möchte für buchige Geschenkideen. Ich muss mal gucken, wie ich es nennen werde, aber das werdet ihr ja dann selbst herausfinden können, wenn ihr auf mein Profil geht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, fühlt euch geküsst und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!